Soll ich meinen Rasen vertikutieren oder lüften? Und was ist da eigentlich der genaue Unterschied? Wer noch ein Rasenpflegeleihe ist, dem bereitet der Begriffsdschungel der Rasenpflege sicherlich Kopfzerbrechen. Hier ein Beispiel. Vertikutieren, lüften, aerifizieren, sanden. Aber nachdem der erste Schreck abgeklungen ist, werden Sie feststellen, dass alles viel einfacher ist, als es klingt. Trotz der ganzen Begriffe, die oft einer wissenschaftlichen Studie entsprungen zu sein scheinen. In diesem Video wollen wir Ihnen die drei Begriffe ganz kurz erklären und Ihnen erläutern, wie Sie diese drei Rasenpflegemaßnahmen in Ihrem eigenen Garten umsetzen können und sollten. Es sollte jedoch eines zunächst klar sein: Vertikutieren bedeutet nicht gleich lüften. Rasen vertikutieren. Was ist das eigentlich? Der Hauptzweck des Vertikutierens ist die Bekämpfung von Moos und Rasenfilz. Leider kommen sie auf den durchschnittlichen Lehmböden in Ihrem Garten in großer Zahl vor und bisher wurde noch keine Methode zur Vorbeugung dagegen entdeckt. Es gibt eine Reihe negativer Faktoren wie Beschattung, besonders schwere Böden, starke Regenfälle oder ungünstige pH-Werte, die die Moosbildung auf Ihrem Rasen begünstigen. Es ist aber wichtig, Moos von Anfang an zu entfernen, denn wenn es erstmal wächst und sich vermehrt, wird Ihr Rasen immer schwächer und schließlich nimmt das Moos den gesamten Platz ein. Natürlich kann Ihnen ein vermooster Rasen auch gefallen. Gerade in natürlich gepflegten Gärten muss es ja nicht immer der englische Rasen sein. Aber wenn Sie kein Moos in Ihrem Rasen haben wollen, dann sollten Sie vertikutieren. Das Moos müssen Sie dann mindestens einmal im Jahr mit einem Verfahren namens Vertikutieren entfernen. Die beste Zeit dafür ist das Frühjahr, denn der Winter begünstigt das üppige Wachstum von Moos. Ein Vertikutierer ist sehr zu empfehlen, da es den Rasen hakt und einen extrem leichten Schnitt in den Boden macht. So wird das Moos herausgezogen, aber die Graswurzeln bleiben weitgehend intakt. Rasenlüften hingegen, was oft mit Vertikutieren verwechselt wird, ist etwas anderes. Das Verfahren trägt aber auch wesentlich zur Rasenpflege bei und wird durchgeführt, um die Durchlässigkeit des Bodens für Elemente wie Luft und Wasser zu verbessern. Denn die Wurzeln des Rasens müssen natürlich mit Luft versorgt werden, denn nur dann wird der Rasen schön und frei von Krankheiten. Außerdem verhindert das die Ausbreitung von Unkraut- und Moosbefall erheblich. Ebenso wichtig ist es, dass der Boden eine gute Wasserableitung gewährleistet, damit die Wurzeln nicht verfaulen. Die Durchlässigkeit hängt natürlich weitgehend von der Bodenbeschaffenheit ab. Eine normale Bodentextur setzt sich aus der Mischung von Sand, Ton und Schluff zusammen, aus denen der Boden besteht. Bei einem hohen Sand- und Schluffanteil ist die Luftzufuhr für die Gräser optimal. Ein überwiegend lehmiger Boden verhindert hingegen eine gute Durchlüftung. Leider gibt es in Bezug auf die Bodenzusammensetzung nicht viele Lösungen, aber das Aerifizieren ist ein Verfahren, das sehr gut funktioniert. Spezielle Belüftungsgeräte mit Stäben formen hier Löcher in den Boden, durch die Luft eindringen kann und das Regenwasser dann viel leichter abfließt. Rasensanden. Es gibt ungünstige Situationen, wenn Ihr Rasen auf schwerem Boden mit hohem Tongehalt angelegt werden soll. In diesem Fall macht Rasensanden die Bodenstruktur durchlässiger für Luft und Wasser. Dieses Verfahren dient dem gleichen Zweck wie das Belüftungsverfahren. Es soll die Luft- und Wasserversorgung der Wurzeln verbessern. Daher ist Rasensanden auch nur dann zu empfehlen, wenn es sich um einen Rasen auf schwerem Boden handelt. Ein kurzes Fazit. Das Vertikutieren ist ein Standardverfahren für einen moosbefallenen Rasen. Wenn Sie diese Methode nicht anwenden, hat das oft schlimme Folgen. Der Rasen wird schließlich durch Moos zerstört, das überall wächst und die Grasnarbe ersetzt. Der Befall mit verschiedenen Unkräutern entwickelt sich sehr schnell und wenn Sie die Situation später reparieren wollen, ist das mit hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Das Belüften und Besanden sollten Sie dann tun, wenn Sie Ihren Rasen optimieren wollen. Es ergibt keinen Sinn, diese Maßnahmen anzuwenden, wenn Sie von Böden mit einem hohen Sand- und Schluffanteil profitieren. Bei schweren Böden sollten diese Verfahren aber eingesetzt werden, um den Rasen widerstandsfähiger gegen Krankheiten, Unkraut und Moosbefall zu machen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.